Wisst ihr, was mir außer Nazis auf die Nerven geht? Die Größe der Spiele heutzutage. Die sind mittlerweile einfach riesig. Neulich am Wochenende. Ich will was zocken und schaue mal auf Steam, was so geht. Oh, geil, denke ich. Free Weekend, Mittelerde, Schatten des Krieges? Der Vorgänger war geil. Ich hatte wirklich viel Spaß damit. Schön Orks zerhacken mit geilen Kombos. Der Nachfolger hat mich direkt beim Release erstmal abgeschreckt. Zu einem sah er aus, als würde er im Vergleich zum ersten Spiel nicht viel Neues bieten. Das andere waren die bekackten Lootboxen, von denen zu dieser Zeit alle gesprochen haben. Diese sind mittlerweile nach einem Update raus, soweit ich weiß. Das soll aber nicht das Thema hier sein. Free Weekend in Mordor klingt gut, dachte ich. Zocke ich gerne mal an. Also klicke ich auf den Download-Button und was sehe ich? 100 Gigabyte? 1.21 Gigabyte? 1.21 Gigabyte? Mein Gott! Nein, 100 Gigabyte. Meine Reaktion war jedoch ähnlich. Was soll das? Warum ist das Spiel so groß? Der Vorgänger war nur 40 Gigabyte groß. Ist auch nicht gerade klein. Ist die Welt des zweiten Spiels etwa mehr als doppelt so groß? Mag sein. Aber ist das Grund genug, dass das Spiel auf der Platte doppelt so viel Platz frisst? Ich glaube, die Rechnung hinkt. Bestimmt liegt es auch an der technischen Weiterentwicklung. Texturen werden schärfer, hochauflösender und komplexer. Die Größe der Tondateien ist auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube jedoch, dass es auch an der Entwicklung der Datenträger liegt. Über lange Jahre waren die Entwickler an das Fassungsvermögen des Datenträgers gebunden und mussten sich an diese Einschränkung halten. Sie mussten Skill einsetzen, um die Größe des Datenträgers zu respektieren. Limitationen machen kreativ, das ist Fakt. So ist es beim Filmemachen und bei der Spieleentwicklung. Marius Barth, nicht Mario Barth, entstand damals aus Not und wegen der grafischen Einschränkungen der damaligen Systeme. Und wir wissen, was geschieht, wenn die Möglichkeiten uneingeschränkt sind. Sehe heutiges CGI Hollywood. Bäh. Seit die haptischen Datenträger jedoch auf dem absteigenden Ast sind, machen sich die Entwickler keine Mühe mehr, die Daten auf irgendeine Art und Weise zu komprimieren und hauen mal ein Spiel mit mehr als 100 Gig raus. Oder ein 20 GB Update. Wenn man bedenkt, dass die Internetanbieter hierzulande teilweise nach 300 GB die Leitung drosseln, finde ich das ziemlich nervig. Es bedeutet, dass ich gerade mal 3 Spiele im Monat herunterladen kann und YouTube ist dann auch nicht mehr drin. Toll. Ich glaube, dass sich diese Entwicklung auch auf die Spiele selbst auswirkt. Durch unendliche Ressourcen werden die Spiele künstlich aufgebläht und arten in ihrer eigentlichen Größe auch aus. Man sieht es an Monster Open World Bomben der letzten Jahre, die außer dem Open World Sein an sich nicht viel Gutes zu bieten hatten. Als Anfang der 90er Jahre die Diskette durch die CD-ROM abgelöst wurde, gab es eine ähnliche Entwicklung. Damals schien die Kapazität einer CD mit ihren 700 MB auch unendlich. Und die Kreativität der Entwickler ließ nach. Es entstanden Spiele wie zum Beispiel Rebel Assault, The Seventh Guest und Phantasmagoria. Diese versteckten hinter ihren digitalen Videopassagen ein sehr schwaches Gameplay. Also Spieleentwickler, mach doch mal die Datenmengen kleiner, die ich als Gamer jeden Monat runterladen muss. Ein wenig kreative Programmierarbeit reicht da schon sicher. Das macht das Handling einfacher. Und vergesst auch inhaltlich nicht, größer ist nicht immer besser. Wenn ihr das Video mochtet, sagt es mir gerne in den Kommentaren und gebt uns gerne einen Daumen. Wenn nicht, seid nicht zu streng mit der Kritik. Egal wie diese ausfällt, jeden Donnerstag gibt es ein neues Video von den Content Bros. Danke für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.